Willkommen zurück zu Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung. Yay! Die Gerude Hochebene hat noch eine Flucht aus dem Versteck für uns, was wir noch spielen können. Ich nehme wieder meinen Priester. Tu du das. Geh über den Lanzenlang. Lanzlang, alles klar. Was hatten wir momentan als beste Lance? Die 40er, ja. Viel Spaß damit. Okay. Brechen wir und auch auf. Ja. In eine weitere zeitlimitierte Mission gegen Jäger, weil wir in letzter Zeit nicht genug Jäger hatten. Also wir brauchen Bockblind-Urkunden, keine Jäger. Die Jäger droppen keine friggin' Urkunden. Ja, aus Gründen. Die droppen Geld. Hey, Priester Miski Shia, den ich gerade habe. Ja, kannst zu einem Riesen werden, falls du das noch nicht wusstest. Kann es sein, dass wir Priester Miski Shia noch nie hier in dieser Truppe gesehen haben, weil es nie lange genug lädt, bis der tatsächlich mal auftaucht? Ja. Dieses Problem werden viele Charaktere haben, die man freischaltet, ab jetzt. Gib dich zum Ziel. Sure, let's go. Jetzt sprengen wir kurz den Raum. Die lohnt es sich wenigstens noch umzubringen, die Federbeißer. Ja, die Federbeißer sind auf jeden Fall für die Belohnung gut. Zack. Fühlt euch getötet. Zur Sprengung. So. Und dann haben wir da oben ein paar Armeen voller Jäger stehen. Wuppdidu. Ja, Traum, ich weiß. Freuen wir uns alle, wenn wir sehen, hey, 50 Jäger, die uns den Weg blockieren. Ja. Ich stehe aber auf der anderen Weg. Vielleicht gibt es hier irgendwas Interessantes zu finden. Ach, mehr Jäger. Ich meine, wie 60 Jäger. Super, wurde hinter mir gesichtet. Wunderbar, schätze ich. Ja, schätze ich. Kämpfe ich jetzt wohl gegen Super. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob wir überhaupt gegen ihn kämpfen sollen oder ob das Ziel ist, dass wir quasi direkt flüchten. Jäger-Offiziere wurden gesichtet. Die ist natürlich wieder so in der Attacke gespawnt, dass ich sie gar nicht abbrechen konnte. Der übliche. Hier nicht gestoppt, Super. Und finish him! Hammer auf den Kopf! Kann fast das Kryo spawnen. Gegen drei Jäger-Offiziere gleichzeitig zu kämpfen, ist einfach extrem nervig. Ja, wenn er gerade gegen einen kämpft, spawnt sich ein anderer irgendwo in deinen Rücken. Ja, das ist extrem nervig. Das hat ja nicht mal alle drei starten können. Das hilft ja enorm. Okay, jetzt ist nur noch zwei statt drei. Please. Ah, Gott, Gott, Gott. Okay, das wird. Das wird okay. Okay, nein. Ich war mir nicht sicher, ob Super überhaupt in meine Richtung dashen wird. Der hat die völlig falsche Richtung geguckt, aber offensichtlich hat er es drauf einfach. Ja, der kann in jede Richtung dashen, auch wenn er dann nicht hinschaut. Aus Gründen. Hat sich jetzt zu extremer Verschwendung von meiner Seite geführt, aber okay. Wir sterben Super. Wenn ich mir die verbleibende Zeit so angucke, weiß ich nicht, ob der Kampf hier so eine gute Idee ist gegen Super. Hat sich geöffnet. Ich frage mich, ob bei dir das Tor überhaupt offen ist. Solange Super noch lebt. Zugegebenermaßen. Ja. Ich habe meine Offiziere gerade erledigt, von daher ist mein Tor offen. Wäre wahrscheinlich effektiver gewesen, einen Weg zu nehmen. Ja, wahrscheinlich, ja. Zu zweit gegen Super wäre das wahrscheinlich ein deutlich geringeres Problem. Ich bin davor, ich am Ziel angekommen, also. Tja, das heißt Koga.
Ja, und ich habe jetzt Super gerade besiegt. Ja, dann hast du ja jetzt genug Zeit, um hier rüber zu kommen, um mir bei Koga zu helfen. I guess. Ja, der Weg ist ja zum Glück nicht super weit. Hier rüber. Jo. Und dann hätten wir da einen coolen Koga. Der beste Charakter. Der da vorne gerade schon gestoppt rumsteht, wie ich sehe. Er wollte gerade eine Banane essen, dieser. Ja, das können wir natürlich nicht haben. Na, können wir nicht haben. In diesem Fall wird er jetzt getreten. Stern. Die Offiziere betreten das Schlachtfeld. Ja, das ist eine extrem nervige Mission. Ich erinnere mich jetzt wieder an diese Mission insgesamt. Wird euch nie wieder bewegen. Hier. Dann. Okay. Ist schon mal einer von den Offizieren erledigt. Sehr gut. Ich hab mal noch finnische Trittkoga da drüben. Ja, gut da. Oh, 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 oh mein Gott, Particle Effects. Ja. Zu viele davon. Rechte, links und rechts. Ganz so sinnvoll. Wenn ich von killen kann, dann könnte ich davon. Jesus Christ, kam die denn jetzt plötzlich her? Plötzlich noch zwei neue Jäger-Offiziere. Das, was ich wollte, war dieser Spezialangriff. Dump. Stachel-Mob-Keule. Gah, wie konnte ich nur verlieren? Das ist allein seine Schuld. So, dann stehen wir hier mal rum und tun so, als wenn wir Bocklin. Mit einer Riesenlanze. Ja, Bocklin mit einer Moblanze. Ist er überhaupt eine Bocklanze, was er da hat? Das ist eine Moblanze, glaube ich. Moblanze. Okay. Mehr Armbänder für dich. Ja, ja. Mehr Speere für dich. Und außerdem ein paar Edelsteine. Edelsteine sind immer gut. Und Öl! Yay, yeah, wir kriegen immer Öl. Was sollen wir mit so viel Öl? Fängt mit dem Öl. Vielleicht gibt es eine Menge quietschende Türen in Hyrule. Ja, vielleicht. Das ist die letzte Mission. Öle alle Türen. Klingt, Ein Gefahr sich verflüchtigt? Klingt nach DLC. Okay. Ja, jetzt haben wir wirklich noch die Story-Mission. Ich guck mal ganz kurz, ob es hier noch was Neues gab. Danke. Sure. Dann Schloss Hyrule, schätze ich. Zu Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Wir haben schon wieder freie Auswahl, an so bin ich nicht gewohnt. Wer willst du sein? Aber wir haben nicht ganz freie Auswahl. Wir haben viele blockiert. Das ist eine, bedingt freie Auswahl. Wie mir Zelda. Echt? Ich werde tun, du willst das antike Leitpaket? Okay. Ich bleib der Priester. In Schloss Hyrule. Time for the stories. Ja, wir haben nicht mit den Cutscenes am Anfang gekriegt, sondern direkt Text. Was? Doch die Macht der Versiegelung zeigte kein Anzeichen des Erwachens. Einer letzten Hoffnung folgend, fasste Zelda den Entschluss, an der Quelle der Weisheit zu trainieren. Ja, viel Spaß dabei. Erst, wer das 17. Lebensjahr vollendet hatte, durfte sich zur Ranell-Spitze und der dort befindlichen Quelle der Weisheit begeben, da allen Jüngeren die nötige Weisheit bislang verwehrt geblieben war. Das macht total viel Sinn. Sobald du 17 bist, bist du weise genug, um zur Quelle der Weisheit zu gehen. Fahren wir nicht gerade erst bei der Quelle der Weisheit per Mission? An jenem Tage jedoch würde auch die Verheerung wiederkehren. König Rohan befahl dem Volk also die Evakuierung und entsandte die vier Titanen. Die Evakuierung. Schön, jede einzelne Silbe dieses Wortes ausgesprochen und betont. Es muss ja auch jeder verstehen. Yeah. Evakuierung ist ein schweres Wort. Flöt, flöt. Oh, oh, oh. Und auch die letzte Aufzeichnung wiederhergestellt!
Sind nur leicht nervig, die Typen. Minimal. Ah, ein Auge. Mhm, schön. Das ist der Pornofolder. Nicht ganz. Diese ganzen super kompetenten Jäger. Ne. Danke, Flötbot. Warum ist Flötbot eigentlich literally überall? Das ist halt Flötbot. Wieso habt ihr die nicht schon abgemurkst? Sie hat sich bewegt. Gut, dass die Jäger auch so. Ja, Jäger sind auch konsequent. Ja. Und kompetent. Nom nom nom. Das ist eigentlich der Sinn dahinter, die nicht sofort umzubringen, weil. Ne? Naja. Währenddessen, woanders. So schön hier. Haben große Hoffnung in mich gesetzt. Ja, und du hast verkackt. War nix, wa? Immerhin hast du ein schönes Modul irgendwann mal gefunden. Ist meine letzte Chance. Seid unbesorgt, Prinzessin. An der Quelle der Weisheit bekommt ihr eure große Chance. Ich bin mir sicher. Basierend auf nichts. Basierend auf, Kopf hoch. Vater? Vater des Jahres steht wieder da. Du versagst, Kind. Auf zu versagen. Ja, wenn man so rennt. Auf drei Beinen kann ich auch nicht. Bidi. Was ist mit Bura und den anderen? Tot. Alle tot. Explosionen. Wir brauchen mehr Explosionen. Unmöglich. Whip. Instant Verheerung. So schnell geht das. Ja. Und dabei hat's ja noch gar nicht Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, vorträglich. Ist schön, dass sie teleportieren können, ohne den Schickerstein zu haben. Right? Vielleicht haben sie ja Ersatz-Schickersteine. Schicker-Module können das vielleicht auch einfach so. Vielleicht. Es scheint fast so, als wären wir überrascht worden. Das sieht nicht gut aus. Du siehst nicht gut aus. Wenn schon Schloss Hyrule in den Händen der Verheerung ist. Uhu! Typ. Oh nein, die Türme sind offline. Ja, läuft gut, wa? Ja. Die üblichen Probleme. Let's go. Flucht von Schloss Hyrule. Ja, gerade noch große Pläne gehabt und jetzt hauen wir einfach ab. So schnell schwenkt das um. Ja. Aha, ein Level Up für die gute Zelda. Nice. Das ist direkt deine eine Spezialleiste voll. Ja. Hab ich wohl. Er gibt dich zum Thronsaal, um König Rohan zu retten. Warum sollten wir ihn retten wollen? Weil er unser Papa ist. Und? Warum sollten wir ihn retten wollen? Weil er der König ist. So, weg mit dem Viech. Faszinierend, absolut großartige Bewegung oder so. So in der Richtung. Ich habe ein Foto gemacht. Cool. Wie ist denn Gegner jetzt noch geschoppt hätte? Pum, 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 pum. So, schnell toter schwarzer Moblin. Ja. Siehst. Tja, wenn jetzt die Verheerung unterwegs ist, dann kann das natürlich nur eins bedeuten. Bald mal wieder Zeit für neue Gegner, wa? Ja, vor allem ist es Zeit für mehr Krogs. Ja, das auch. Es wäre besser gekommen, wenn ich nicht daneben geschlagen hätte. Oh. Da mach ich mal eine Spezialattacke hier rein. Oh, eine Schatzruhe. Hi. Oh, da waren drei Bernsteine drin. Cool. Sehr hübsch. Ah, Level up. Nice. Da kann ich mich nicht drüber beschweren. Du könntest schon, aber es wird nicht viel Sinn machen. Ist korrekt. So, mit dem schwarzen Moblin. Nächste bitte. Ich sehe da einen Minecart.
schön, wenn man hier ein paar Moblins besiegen kann. Moblins, nicht Moblins. Fast der gleiche. Fast. Es ist Wächterzeit! Juhu. Nachdem wir am Anfang des Spiels mal so einen vereinsamten Wächter gesehen haben. Ja, seitdem ist es verdammt still um Wächter geworden. Ja, wird Zeit, einfach mal lange Wächter zu bekämpfen kriegen. Immerhin brauchen wir den Materialien schon seit Ewigkeiten für Dinge. Das ist richtig. Und können einfach nicht, weil tauchen keine Wächter als Gegner auf. Könnt ihr einen Stopp gebrauchen? Zufrieden damit? Ja. Durchaus. Und finish him! Was ist der Weg mit dem Wächter? Aha, wir haben unseren ersten Wächter besiegt. Oho. Also ohne irgendwelche komischen Wächter-Events dabei zu haben, um ihn zu besiegen, weil der Wächter zu mächtig ist! Ja, so, viel zu stark. Hey, weißt du noch, als die Wächter uns helfen sollten? Ja, ja, good times. Das war mal etwas. Lustige Plotpoints von irgendwann mal. Spezialattacke! Spielen eine Runde Nuke den Wächter. Finisher! Lang steht neben dir und tut, als würde er was tun. Ja, immerhin haben wir eine große Truppe, dadurch, dass ich wieder ein Charakter bin, der nicht zur Haupttruppe gehört. Haben wir einen extra Charakter quasi in der Schlacht. Nicht, dass die NPCs was tun würden, aber ich sagen, nicht, das ist ein Durchrosenregime. Immerhin. Ja, so weit, so gut. Nämlich Krox hier in der Umgebung. Ich erinnere mich, dass es in dieser Mission sehr nervt, dieses Krox zu finden. Ist es ja. Weil Schloss Hyrule bekanntermaßen mehrere Stockwerke hat. Ganz mal ganz schnell schließen die Sterben gehen, mein Freund Wächter. Besiege ihn. Bams! Großartig! Auch wir werden unser Bestes geben! Die Treppe darf man noch nicht mal hochgehen. Mehr Wächters! Uhu. Von dem will ich doch direkt mal ein Foto schießen. Dann machen wir ein Foto. Bitte lächeln. Finish him. Hatz. Erfolg. So. Ein weniger. All die Animationen. Antike Erweiterungsteile und eine Menge antiker Materialien. Los! Dann nehmen wir ebenfalls den Geheimgang. Ja. Ja. Tun wir das. Auf jeden Fall. Dann mal auf zum Geheimgang. Ist auf der anderen Seite. Das war eine 50-50 Chance. Willkommen in The Kellers. Na. No. Da ist eine der auffälligen Krogs. Ja. Ja, haha. Ich sehe da vorne auch eine Schatztruhe. Ja, ja, ja. Da müsste auch, glaube ich, auch noch ein Krog sein. Ritterschwert. Und noch ein Krog, ja. Ja, haha. Aus irgendeinem Grund folgen mir die ganzen Story-Charaktere, obwohl ich hier nur Krogs sammle. Ja, wir spielen eins. Das ist relevant. Wie sollen Zelda folgen, mein Gott? Ja, aber ich bin nur Spieler 2, ich bin nicht so wichtig wie du. Ah, hi, Schatztruhe. Hier hat man halt eine Menge Damage. Und eine Gardehellebarde drin, das klingt man nach einem guten Speer. Ich wollte sagen, das klingt dann nach einem sinnvollen Ding, wenn du mal wieder Spear Hero spielst. Ja. Rise of the Spear Lang. Ja, guck mal, Wächter. Dann kriegt er da eine spezielle Sache ins Gesicht. Das Stoppeln. Und schon wieder tot. Wunderbar. Die rechte Vernichtung geht weiter. Das
Ich würde noch ein Wächter gesichtet. Ja, man kann hier noch Wächter haben. Oh, da ist ein Foto von, die sieht man so selten. Schon eine Attraktion, so ein Wächter. Ja. Ich finde es gut, dass man bei den Wächtern auch in diesem Spiel die Beine abhauen kann, damit die dann quasi wehrlos auf dem Boden sitzen. Dann zeigen sie, glaube ich, auch dauernd ihre Schwachpunktleiste. Ja, wenn sie keine Beine mehr haben, dann liegen sie da. All ihre Beine gekillt hast. Dann kommen wir noch Schatz durch. Sehr schön. Diese Tür dort und dann zur Halle. Beeilung. Aha. Hallo Schlank, hallo Imper. Gehen wir nochmal hier hoch. Ja, ist hier nochmal eine Schatztruhe drin? Bestimmt, oder? Ja. Ein Garde-Zweihänder. Nice. Ist auch noch eine Truhe einfach so unterwegs. Ja, und in den Fässern, da ist glaube ich ein Croak drin. In der Tat. Ja, haha. Ja. Mehr Wächter ist. Wächter an der Anlegestelle haben sich aktiviert. Ja, man könnte theoretisch zurückgehen und die Wächter erledigen. Das ist natürlich jetzt genau, was ich sofort machen will. Ja, es sind Materialien. Das ist korrekt. Vorposten hat zurückgelassen. Noch durchgesprintet. Schon Vorposten. Leute, die Bock mit Trophäen haben wollen. Nicht inakkurat, schätze ich. Ich sehe nichts. Das kann man. Müssen weg, müssen durch. Ein Nanowächter, ey. Das ist das erste Mal, dass wir einen Nanowächter sehen, glaube ich. Naja, ich glaube ja. Mal stoppen lassen, der kleine Herr Nanowächter. Finish him! Goodbye, Nanowächter. Irgendwas in den Seitengassen oder so gewesen. Bum, 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 bum. Ich bin hier irgendwo. So eine Kiste. Ja. Irgendwo kroch in einem von den Gefängnissen hier drin. Komm hier nicht rein. Klappt. Ich habe immer irgendwo ein Düdelüdelüdel gekriegt. Ich kann schwören, das ist eine zerbrechliche Wand. Doch, jetzt. Weird. Ist aber nichts dran. Hier ist noch mal Äpfel hinter. Jetzt muss man mal dran kommen. Ja. Ja, wie gesagt, du musst es halt aufsprengen. Das sind halt Bombenwände. Nichtsdestotrotz habe ich eben eine Bombe auf einen von diesen Wänden geworfen, es hat einfach nicht funktioniert. Das war ich bin mit meinem komischen Bombenbot durch den Gang gelaufen habe und anscheinend nichts damit getroffen, das Bein rum. Manchmal merkwürdig. Ja. Ich war gerade schwer damit beschäftigt, groß zu sein. Tut's auch schon. Es kann nicht mehr sterben gehen, als es gerade tut. Stirbt so hart es kann. So gut. Genau, Krog gefunden. Jaha. Ich glaube, dann haben wir alle hier in der Umgebung. Dann fehlen uns, glaube ich, nur noch einer. Ne? Wenn mich hier alles täuscht. Haben wir 6? Bis jetzt. Waren wir schon da oben im Nord? Ja, ne? Ja. Bin mir nicht 100% sicher. Aua. Ich hoffe, es waren alle. Wir werden es feststellen. Ich würde sagen, früher oder später. Zumindest weiß ich, dass uns einer noch fehlt. Wir sind an einer relativ fiesen Stelle. Dampf. Hier sind wir von einer. Genau. Ich meine, das war der letzte. Kann sein. Hoffentlich. Das ist ja so eine unübersichtliche Mission. Ein weißer Leune wurde gesichtet. Machen wir 3-mal Foto von diesen und so werden.
sammle hier währenddessen schon mal ein bisschen. Zack! Ein bisschen Spezialleister. Dann können wir nämlich direkt ganz viele Spezialleister haben. Den Finisher! Schwump. Und Spezialangriff. Die Leune darf gerne in dem Stunlock bleiben. Ich habe keine Lust, dass er uns großartig angreift. Zumindest weißer Leune. Ja, ich habe leider keine Spezialangriffe im Moment. Ich bin halt sehr leicht auf einen insgesamt. Ja, das ist halt das Schöne bei dem Priester. Mit diesen Riesenangriffen kannst du halt auch super schnell Spezialleiste fahren. Spezialangriff. Sie hätten gerade Dinge mit diesen Leunen, die keinen Sinn gemacht haben. Tja. Jetzt wird ein sehr sinnvolles Ding mit diesen Leunen passieren. Der wird nämlich sterben. Gute Nacht, Mr. Leune. Schön, dass du da warst. Stimmt dann jemand? Da vorne ist noch der Herr des Raumes, welcher aus irgendeinem Grund nicht der Leune war. Ich meine, dieser weiße Bockel ist doch definitiv die größere Gefahr, oder? Ja, das ist eindeutig der Herr des Raumes hier. Danke. Die sollte helfen. Dann haben wir das ja geklärt. So, dann können wir hier raus. Jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier. Genau. 11 Rüstungskraben gekriegt. Erfolg! Puh, wir sind davon gekommen, aber die Wächter, dass die Wächter übernommen werden können, ja, da hat keiner mit gerechnet. Das kommt man ja nicht wissen, wa? Schaffst du es noch bis zur Tür? Tor ist übrigens zu, wir kommen hier nicht raus. Naja, rip. Rip. Rip Zelda. Dun 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 dun. Boom! Lasers! Komm, reflektier's zurück! Der Rechte wurde zerstört. Ja, der Mann hat ein Schwert. Angeblich macht er Schaden damit. Vater! Geht! Hier obliegt nun der Schutz der Prinzessin. Sure. Ich bin mir sicher, du weißt, was zu tun ist. Ja, Quelle, ne? War das der Plan? Sure. Vater! Der Plan ist, alles töten, bis nichts mehr übrig ist. Elitegarden. Ja, die Elitegarden. Mit den Waffen, die ich haben will. Die aber aus irgendeinem Grund nach 8 Schlägen zerbrechen. Ja. Die wurden halt nur fürs Ansehen gemacht. Niemand hat damit gerechnet, dass die Elitegarden jeweils eingesetzt werden müssen. Ja. Die Waffen sehen nur gut aus und sind auch extrem scharf, aber fallen einfach auseinander, wenn du damit angreifst. Ja, ne? Währenddessen gehst du einen Leuen töten. Oh, guck mal, ein Leuenschwert. 3 Stunden später schlägst du die Leute immer noch kaputt. Level 41, wuhu, König Roam ist tot. Oh nein, welch großartiger Verlust. Angriffsreichweite plus... Angriffsreichweite plus 10%, nice. Das ist mal ein vernünftiges Siegel, wenn es auf einer besseren Waffe wäre. Ja, das ist mal ein vernünftiges Siegel auf einer vernünftigen Waffe. Ich würde sagen, das ist doch mal eine ordentliche Garde-Hellebarde. Und eine plus Angriffsgeschwindigkeit, Garde 2 hinter. Nice, ja, was ist denn hier los? Und ein guter neuer das Element Eis reduziert. Ja, die Fähigkeit ist kacke, aber... Ja. Habe ich mit Verkauf plus? Nö. Nee. Springt ein Griff. Wir können uns einfach Ausweichfähigkeit plus 5% verkaufen. Und du hast, glaube ich, den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte sagen, ich habe den falschen Knopf gedrückt, aber ich kann es trotzdem bestätigen. Müssen wir wohl mal. Gott, wir haben eine Wächterklaue gekriegt. Eine Wächterklaue, ein Traum. Neue Items. Und traurige Zelda. Viel gewonnen in dieser Schlacht. Es regnet Wächter. Aus irgendeinem Grund werden Wächter aus diesen Säulen geboren. Der. Bin mir nicht ganz sicher, wie das Sinn macht, aber okay. Ja, da ist halt eine Werkstatt drin.
Die Dinger sollten uns doch helfen. Ich dachte, er hat die übernommen, die wir gebaut haben. Ja, Jack kann auch neue bauen. Vielleicht, wenn er einmal etwas übernommen hat, kann er das wahrscheinlich einfach neu spawnen. Flöt, flöt. Flöt, flöt. Flöt, flöt, flöten. Was ist los? Alle Titanen. Natürlich. Wir haben alle Titanen verstärkt und jetzt sind sie nicht mehr unter unserer Kontrolle. Nice! Also schön, dass Lucky wieder 50 Klamotten an hat. Er hat seinen Bockblin-Helm mal kurz ausgezogen für diese dramatische Szene. Ja, während der Flucht. Moment! Hose aus! Hemd aus, andere Hose an! Das Reckengewand an. König ist tot, ist gerade ein offizieller Moment. Sure. Hör auf, Schlaflieder zu spielen. Ist gerade angebracht, schätze ich. Ja, wenn sie schläft, kann sie nicht weinen. Oh, es sind die Heldentränen, die die Welt retten werden. Ja. Wie immer. Sie geben mir im wahrsten Sinne des Wortes eine Erleuchtung. What a trope. Ne. Ich würde da nicht stehen, wow, ah, warum? Ein bisschen sehr hell. Immer mit den Weißblenden, verdammt. Das klingt wie ein Geier. War mir do. Gibt es vielleicht noch Hoffnung? Flöt, flöt. Es muss geben, was wir tun können. Worauf warten wir? Whip. Tja, ich schätze, wir können Titanen zurückerobern oder so. Ja. Oder so. Ja, lass die Prinzessin einfach da stehen. Und jetzt erstmal auf. Pfeil geflogen. In dem dicksten Kleid der Welt. Naja. Okay, wir haben ein Schloss verloren. Ich hoffe, wir haben alle Crocs. Müssen wir gleich mal kurz nachgucken. Joa, sehen wir schon. Dann, eine Gefahr hat sich verflüchtigt. Und das ist die nächste Story-Mission. Und das noch ist die nächste Story-Mission. Mein und Gott. Wald der Crocs. Aufteilende Story-Paths. Nebenmission. EX-Mission. DLC. Erinnerungen an vergessene Schlachten wurden entdeckt. Es scheint, dass Mifa, Daruk, Urbosa und Revali in ihren Titanen eingeschlossen sind. Tja, dann werden wir die wohl erstmal befreien müssen. Ja, also das hier ist DLC, dementsprechend können wir das erstmal noch ignorieren. Da haben wir jetzt auch plötzlich einen Charakter, den wir sonst nicht spielbar haben. Weird. Die Schlacht um West Hyrule. Ja, und entsprechend die Schlacht um Ost Hyrule. Wie ist das verwirrend? Im Englischen heißen die Missionen einfach jeweils nach den Elementen, die da stattfinden. Also wie viel praktischer, um zu wissen, wen man eigentlich gerade rettet. Ne? Ne? Jo, okay, jetzt auf jeden Fall erstmal eine kleine Pause. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir nicht super viele Sidequests gekriegt haben, sondern unsere Charaktere wiederholen müssen. Ja, aber die ein oder anderen Sidequests haben wir noch. Ich sehe da so rechts eine Schlacht, die wir tatsächlich machen können. Ja, aber tatsächlich haben wir einige Charaktere so lange nicht zur Auswahl. Ist immer so die Frage, ob die Story-Mission zuerst machen will. Schauen wir mal. Schauen Bis mal. Zum nächsten Mal. Aloha.